Wir haben heute eine Aktion, ich habe sie Ihnen eingangs schon versprochen, mit der Sie, danke, Aggression abbauen können. Sie wissen doch, man ist oft so voll Hass. Ja, und weiß nicht, wohin mit dieser ganzen Aggression. Und jeder hat ja eine Show, wo er abends rauskommen kann und es loswerden kann. Nein, viele müssen das dann irgendwie auf Verwandte abladen oder in der Firma oder wie auch immer. Ich suche einen Herrn, der zum einen ziemlich kräftig ist. Und das ist heute wichtig, schwindelfrei. Es ist total eine sichere Aktion. Nur Schwindelfreiheit wäre. Hier wird einer getätschelt im blauen Hemd. Sind Sie das? Ja? Servus Olli, grüß dich. Hallo. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? André. André. Ja. Woher kommen Sie? Titanic. Sind Sie schwindelfrei? Bitte? Sind Sie schwindelfrei? Nee, kein Problem. Sie sind schwindelfrei oder nicht? Ja, bin ich. Ja, ja, was machen Sie beruflich? Student. Welche Fakultät? Mainz. Filmwissenschaften. Filmwissenschaften. Ja. André, stehen Sie doch bitte einmal auf. Das ist André. Komm drauf. Große Aktion für Sie. Gehen wir gleich mal hier hoch. Fußballfan? Weniger, aber. Weniger. André, kommen Sie hier auf die Bühne. So, schauen Sie, das ist der Blick von unten, auch schön, ne? Ja. Ja? André aus Mainz, wie alt? 22. Sportler? Ja, geht so. Geht so. Aber ich würde sagen, kräftig und ganz wichtig, schwindelfrei. Ja. Ja? Wir haben für Sie eine tolle Aktion. Sie gehen jetzt nach oben auf unser Dach, dort ist alles präpariert. Und dort sind, ich weiß nicht, ich glaube 10 oder 15 Gegenstände von einem kleinen Obst bis zu einem großen Möbelstück. Ja? Stellvertretend für alle, die heute nicht hinwissen, weil sie wisst, hier bald sind, werfen Sie einfach alles aus dem 5. Stock runter auf den Parkplatz. Ja, mach ich. Ja? André, meine Damen und Herren, unser Dachschmeißer. Geht bitte hoch. Das wird Sie begeistern, meine Damen und Herren, denn es ist ja so, ich muss das zu Hause sagen, ja? Bitte, Kids, wenn ihr das nachmachen wollt, von mir habt ihr es nicht gesehen, ja? Das geht nicht einfach mit rausgehen und runterwerfen, was einem schon lange nicht mehr passt. Nein, ich kann Ihnen das nachher erklären, das ist alles solide gebaut, mehrfach abgesichert, vom TÜV abgenommen, die UNO hat ein Auge drauf geworfen, die NATO ist 2 Proberunden drüber geflogen, also es ist wirklich sicherer. Geht's nicht mehr. Und bis André sich nach oben durchgeschlagen hat, würde ich Ihnen gerne etwas zeigen, was schon immer hier bei uns ein großes Thema war, nämlich Werbung. Und zwar, viele wissen gar nicht, dass Werbung ursprünglich mal ganz anders heißen sollte. Wir alle kennen zum Beispiel die Werbung für dieses großartige Produkt, heißt jetzt Berentzen knackiger Spaß im Glas. Sollte ursprünglich heißen, Berentzen macht aus Hausfrauen wilde Tiere. Ist immer interessant. The winner takes it all. Ich meine, Rupert Murdoch, der Besitzer der Champions League, ab sofort, ja, er wird, ich glaube, dass er gestern irgendwie den Fußball hat knallen lassen, weil er wollte ja sogar Manchester kaufen. Haben wir gesagt, no, sir. Noch immer unser Liebling des Monats. Ich bin sehr gespannt, wer in der nächsten Woche Liebling des Monats Juni wird. Vielleicht, weiß nicht, Bischof Düber oder vielleicht auch Beckham oder Peter Schmeichel. Wie das sich plötzlich bewegt hat nach dem Tor, haben Sie das gesehen? Ja, stand doch den ganzen Abend schön falsch da, wo man ihn brauchte. Ja. Plötzlich nach diesem 2:1 schlägt er Räder hinten im Tor. Haben Sie das gesehen? Salto, Rad, rückwärts. Ha, lü, lü, lü. Unfassbar, diese Dänen. Rauchen zu viel, sind zu dick, essen zu viel und kaum gewinnen sie, machen sie Rad. Unfassbar. Hier, diese Werbung. Nivea Creme, was die Haut zum Leben braucht. Gott sei Dank dieser Slogan und nicht wie ursprünglich befürchtet. Nivea, wenn die Vaseline mal alle ist. Das ist was Schönes. Das ist auch ein wichtiges Thema, meine Damen und Herren. Schauen Sie. Doppelherz. Die Kraft der zwei Herzen. Mir würde eigentlich besser gefallen, Doppelherz. Scheiß auf die Erben. So, André ist oben. Jetzt, meine Damen und Herren,
Also, hier ist André und der Herr hinter ihm, das ist unser Mann des Tages heute. Das ist unser Bühnemeister, Herr Büdenbender, meine Damen und Herren. Jürgen, kannst du uns hören? Jetzt? Jürgen? So. Knapp. Da flog schon mal ein Scheinwerfer zum Aufwärmen runter. Jürgen, könnt ihr uns hören? Ja, wir können euch hören. So. Wir müssen vielleicht mal sagen, ihr steht da oben wirklich angeschnallt. Das sieht man, alles top gesichert. Ja? Können wir mal einmal den schönen Blick, zeigt mal da hinten. Das sind zwei Gaskessel. Andere Seite. Diese zwei Gaskessel. Hallo, England! Ja. Und können wir noch mal in die andere Richtung schauen? Da hinten ist Leverkusen. Ja, da wird es gleich dunkel. Und das ist der Blick, den man hier von unserem Studio da hat. Und da steht jetzt André. André! Ja, hier. Alles klar? Alles bestens. Nicht nervös? Ah, kein bisschen. Was fliegt als nächstes? Zement. Super. Sack Zement. Ein Sack Zement. Nimm bitte den Sack und auf mein Kommando, dann sind wir mit den Kameras, so dass wir das ganz genau sehen können. Alles klar? Ja. Und Sack ab, bitte. Boah. Was war's? Oh, Melone. Hey. Hey. Oh. Können wir den Sack mal in Zeitlupe sehen? Den Zementsack? Ja, da kommt der Zementsack in Zeitlupe. Wow. Jetzt kommt was, was man sich auch in der Familie leisten kann. Ich sage es nochmal. Wenn Sie das machen wollen, bitte tun Sie es nicht. Es ist bei uns gesichert und gecheckt. Ja, wirklich. Gehen Sie nicht einfach hin und werfen Sie eine Melone raus. Das geht doch nicht. Wo kommen wir da hin, wenn jeder eine Melone rauswirft? Ja? Und dann sagt man, ach Gott, es war ja gar keine Melone. Mutti, wie bist du mir in die Hände gelaufen? Ja. Also, jetzt kommt die Melone, André. Jo. Und bitte. Auch vielleicht mein Tipp fürs Wochenende, Melone in Mehl. Ja. Zeigt uns das mal in Zeitlupe, ob die Melone richtig auseinandergespielt Boah. Und wieder zurück. Ja. Als nächstes werfen wir Neonröhren, wenn ich richtig informiert bin. Macht es eigentlich Spaß, André? Ja, sehr viel. Ja. Und volles Rohr, ab bitte. So, jetzt kommt was ganz Feines. Das ist noch übrig von gestern Abend von der großen Champions League Party, nämlich ein leckerer Eimer Kartoffelsalat. Ja. Ja. Nicht, dass Sie glauben, wir sauen mit Lebensmitteln rum. Der Rest unten wird aufgekratzt und an Bedürftige gegeben. Ja. So, jetzt. Zeig das bitte in Zeitlupe. Haben wir was sowas wie so Zeitlupe? Ja. Meine Fresse. Sowas kenne ich auch teilweise bei mir aus der Autotür raus. Ja. Das muss ich übrigens mal sagen. Hey Kids. Guck mal, hier kommt es in Zeitlupe. Yes, da geht er den Weg aller Dinge, der Kübel. Und wuff. Unglaublich. Ja? Sieht aus wie ein ganzer Kegelclub. Ja? Und das muss ich mal sagen, Kids, wenn ihr mit den Eltern in den Urlaub fahrt, ein absolut geiles Geräusch, wenn ich mal aus meinem umfangreichen Tourneealltag erzählen darf, ist Erdnüsse zum Rückfenster raus, an der Autobahn entlang. Irres Geräusch. Und die anderen, die im Auto sitzen, wissen das nicht. Wir haben früher mal Erdnüsse gekauft, dann wollte man nicht mehr so nach drei Dosen und so. Müsst ihr mal probieren. Und wenn euer Vater sagt, was ist denn das? Rate. Erdnüsse aus dem Autofenster. Kommt sehr gut. Ihr müsst aber hinten sitzen. Ja? So, jetzt werfen wir ein Fässchen Kölsch. Jawohl. Oh, guck mal hier. Moment mal, will sich einer unten mit offenem Mund hinstellen? Nein. Geht nicht. Rechtlich. Unten ist alles leergeräumt. Mülheim ist evakuiert. Und halb Köln ist im Urlaub. Ja? Wir wollten es erst vom Dom runter machen. Während des EU-Gipfels wurde aber nicht erlaubt. So, ich würde sagen, und zum Wohl. Ja, ich würde es lieber behalten, aber... Naja. Ja.
Hey, das ist ein Geräusch. Ja. Boff, in Zeitlupe mal bitte. Mei, ei, André. André? Ja? Ich schenke dir nachher ein Kölschfass. Ja, sehr gut. Danke. Mit auf den Weg nach Mainz. Und was haben wir noch als nächstes? Ein schönes Porzellanfigürchen. Oi. André? Ja? Gärten? Vielen hier tut es leid, es ist kein echter Hund, aber ich weiß, viele haben ihn im Flur stehen. Lass ihn noch einmal in die Kamera schauen, damit wir ihn sehen. Und jetzt, adios! Yeah! André, wir machen eine kleine Pause. Ja. Guck mal, da kommt der Hund, da kommt der Hund. Doggy. Und Wuff da, mein Lieber. Ich zeige Ihnen noch ein paar schöne Werbungen, denn die Herrschaften da oben müssen sich ein bisschen erholen, wir müssen neues Material ranholen. Das hier zum Beispiel, wer kennt nicht, für mich ein Klassiker, darauf einen Dujardin, hieß in der schlechten Zeit, darauf 30 Dujardin. After Eight, die feine englische Art. Oder, so sollte es ursprünglich sein, After Eight, wo Oma mit ihren dicken Fingern garantiert nicht reinkommt. Das hier. Wir haben ja schon früh gezeigt, ja? Erdinger Weißbier auch, jetzt kommt Diebels, damit die Brauereien nicht sauer sind. Diebels, der Moment gehört dir. Eigentlich passt auch ganz gut Diebels, denn dich beachtet ja doch keine Sau. Und? Le Tartare, der frische Franzose. Wir finden eher Le Tartare, was der Franzmann außer Lande schafft. Für alle, die sagen, das war aber hart mit dem Hund runterwerfen, ja? Jetzt kommt was für Katzenfreunde. Kitty Cat. Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Wir wären enttäuscht gewesen, wenn es geheißen hätte, Kitty Cat. Ist die Katze endlich platt, wird Mutti auch davon sagen. So, kannst oben weitergehen? Kannst weitergehen? Ich zeige noch. Machen wir weiter? Ja, ihr seid soweit. Jetzt kommt ein Klassiker aus der Junggesellenküche. Eine Dose Erasco-Erbseneintopf mit Würstchen. Das ist wichtig für das Flugverhalten. André, tut es dir um den auch leid? Nee, kein bisschen. Und bitte. Hochinteressant. Vielleicht mal für Fluggesellschaften interessant. Nichts passiert. Das Bier ist kaputt, ja, aber die Würstchen bleiben. So, jetzt der Umwelt zuliebe ein Wassercontainer, wie er in allen Büros steht. Frisches Wasser, wie viele Liter sind das? Wie sind das? 5 Gallonen. 5 Gallonen. Jo. 5 Gallonen, das sind Google 11 Liter. Und mal sehen, wie das ist, wenn 5 Gallonen die Schwerkraft befolgen. Bitte? Jo. Jetzt kommt was für die Freunde von jungen Aktien. Mit schönen Grüßen an Beate Use. Die Puppe ist nicht nur aufgeblasen, sondern, glaube ich, mit Wasser gefüllt. Ist das so? Ja. Ja. Okay. Und bitte. Ja. Mein Gott.
tiefenpsychologisch finde ich das sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Sie zu Hause werden ja sicher auch darüber diskutieren und Sie haben so recht, denn Fernsehen kann ja nur Anregung bieten. Reden sollen ja Sie im häuslichen Kreis. Was macht ihr da? Ah, jetzt kommt das Schöne. Jetzt kommt eine Schrankwand. Die Situation hat man viel zu selten, dass man mal eine komplette Schrankwand rauswerfen kann. Alles klar, André? Alles klar. Alles sicher? Dann gib ihr den entscheidenden Stoß, bitte. Wow. André? Großartig gemacht. Dankeschön. Und dieses Häuschen, was Sie da hinten sehen, hier kommt nochmal die Schrankwand, schau dir das an. Junge, Junge, Junge. Und da hinten sehen Sie ein kleines Häuschen, ja? Da sitzt einer unserer Kameraleute drin, denn Sicherheit geht vor. Dieses Häuschen, es hat gut funktioniert, es schützt natürlich nur vor Splittern, die waagrecht kommen, nicht falls die Schrankwand abgetrieben. Und da sitzt das zweite, ja? Und ganz hinten im Container, da wohne ich. Ja. Großartig. André, toll gemacht. Komm runter und dann gibt's hier die Geschenke. Ja? André aus Mainz. Wunderbar gemacht.